Alpenparadies trifft auf Golfparadies, heißt es in der Ankündigung. Und diese Bilderbuchkulisse rund um den Leading Golf Course Zell am See, Kaprun-Saalbach, wollten sich die Sky-Abonnenten aus nah und fern mal genauer ansehen. Vergangene Woche haben wir es im Fernsehen gesehen und haben uns kurz entschlossen gesagt, wir wollen ein bisschen Spaß haben, fährst mal runter. Berlin, Hannover, Mönchengladbach, Regensburg oder Wien. Aus überall in Deutschland und Österreich kamen die Teilnehmer zum zweiten Sky Golf Cup in der Naturkulisse der Hohen Tauern. Erstmals am Ball aus der Sky Sport News HD Redaktion Reporter Florian Bauer und Moderator Noah Pudelko. Zwei Ausnahmegolfer mit sensationellen Längen. Zum Glück für alle anderen, hier natürlich außer Konkurrenz am Start. An einem idealen Standort für den Sky Golf Cup. Diese Kulisse hier, die Gastfreundschaft ist wirklich, wirklich ausgezeichnet und deswegen sind wir hier zum zweiten Mal und ich hoffe auch ein drittes Mal. Einige versuchten sich dank landestypischer Rundenverpflegung in Form zu bringen, wie die Absolutgolfer, eine einheimische Spezialeinheit mit gesundem Selbstvertrauen. Absolut coole Typen. Ach so, ja. Bisher noch gar nicht so, ist noch gar nicht so rübergekommen bisher. Ah ja, das ist ja klar, ich war ja, das war erst der Anfang, aber wir sind absolut coole Typen. In der Tat wussten die Überflieger aus dem Salzburger Land auch vom Golfball zu überzeugen. Wie immer war der Sky Golf Cup ein Stelldichein bestens gelaunter Typen mit teilweise einzigartigen Schwungversuchen und vorbildlichen Zielmethoden. Ich gehe hinter meinen Ball, halte den Putter hoch, mach ein Auge zu und fixiere die Fahnenstange. Ja? Und dann sehe ich, muss ich rechts putten oder muss ich links putten? Gewusst wie. Nicht nur das, war schon einen kleinen Pausentee wert. Und an der HW-Station wurden die Teilnehmer mit Köstlichkeiten vom Hotelgastgeber Resort Tauern Spa versorgt. Was für ein Tag für alle, die dabei sein durften. Und alles andere als eine Selbstverständlichkeit in der aktuellen Situation. Dass wir dieses wunderschöne Turnier wieder bei uns durchführen dürfen, also das war für mich jetzt der größte Erfolg, dass wir es geschafft haben. Jetzt Anfang August hier bei perfektem Wetter. Für traumhafte Erinnerungsfotos unter dem Kitzsteinhorn. Bei einem unvergesslichen Sky Golf Cup in der Traumwelt der Hohen Tauern. Super Turnier, hat Sky begeistert, muss ich sagen. Also wirklich ganz tolle Veranstaltung. Und das galt auch für den Abend im beeindruckenden 4-Sterne-Superior-Resort Tauern Spa beim zweiten Sky Golf Cup im Salzburger Land. Das Golferherz schlägt hier höher, weil die Vielfalt enorm ist. Wir haben gute Hotels, gute Gastgeber. Der Sky Golf Cup natürlich, der passt hier wie die Faust aufs Auge. Der Film zum Spiel sorgte dann für die richtige Stimmung zur Siegerehrung. Mit wohlverdientem Applaus für die Topgolfer von Sky und mit Unikaten für die Gewinner der Sonderpreise und Sieger in den drei Nettoklassen. Mit den Bruttosiegern Marisa Handel und Andreas Ebster. Heute war schon ein besonderer Tag, aber ich habe mich auch besonders angestrengt heute. Und darum ist das Ergebnis rausgekommen. Dann warteten noch hochwertige Reisen auf die Gewinner bei der Scorekartenverlosung zum Abschluss des einzigartigen Sky Golf Cups in Zell am See. 2, 3, 4.